Als nach dem 11. September die Regierung der Vereinigten Staaten sich entschlossen hat, ihre Politik zu ändern und ihre Sicherheitspolitik auf mehr Informationen zu stützen, ich sage das so, wen hat sie denn eingeladen? Doch nicht die Vertreter der einschlägigen Behörden. Nein, die 5 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten, die in der Lage sind, über nahezu alle Daten der Bürgerinnen und Bürger und der Einwohner und Einwohnerinnen der Vereinigten Staaten verfügen. Und diese Unternehmen sind auch bereitwillig gekommen. Und diese Unternehmen haben auch gesagt, sie würden die Profile liefern. Und der Streit, die Protokolle sind heute veröffentlicht, der Streit ging nur darum, die privaten Unternehmen haben gesagt, für die Profile bräuchten sie etwa 5 Minuten. Die Regierung hat gesagt, maximal 1,5 Minuten. Und genau diese sozusagen Erwartung zeigt Ihnen, was ich vorhin gesagt habe. Der nicht öffentliche Bereich ist heute ein unerschöpflicher Vorratskasten. Und eben deswegen hat die Telekom-Diskussion bei uns eine so große Bedeutung. Denn der Staat hätte ja sehr wohl sich überlegen können, Telekom-Daten selber zu erheben, selber zu speichern, selber auszuwerten. Nein, was sagt er? Er führt die Verpflichtung für Vorratsdaten ein. Und eben diese Verpflichtung, was manchmal zu wenig beachtet ist, ist ja nicht zufällig. Sie ist geboren worden in 2 Regierungen, in der britischen Regierung und in der deutschen Regierung. Und eben diese beiden Regierungen haben sich im Vorfeld der Diskussionen der Europäischen Union miteinander verständigt und darauf eingelassen. Und ich sage das, weil Sie daran ersehen können, dass es keinen Sinn hat, so zu tun, als ob links nicht unser Lieblingswort wäre. Akzeptieren Sie das aber, dann verändert sich auch die Verarbeitungsperspektive des Datenschutzes von Grund auf. Nochmal zurück, und ich könnte hier Zeugen aus dem Publikum hervorholen, unschwer, in den Anfangszeiten des Datenschutzes, in den Anfangszeiten, in den 70er Jahren, war die Vorstellung, die, natürlich können Sie nicht alles und so weiter machen, Sie sollen aber Daten haben, unter Datenschutzgesichtspunkt. Jetzt kamen die berühmten Prinzipien, Zweckbindung und Erforderlichkeit. Sie sollten vor dem Hintergrund einer spezifischen, kasuistisch gedachten Fallsituation, die das Recht haben, die jeweils für diese eine kasuistische Situation erforderlichen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Das war sozusagen die Grundkonzeption von damals. In der Zeit aber, in der wie heute, wir über unendlich viele Daten verfügen, diese unendlich vielen Daten miteinander verknüpft werden können, verändert sich die Perspektive des Datenschutzes von Grund auf. Nicht mehr die Auseinandersetzung mit dem Fall ist das Entscheidende. Nicht mehr die Verarbeitung der Daten für eine bestimmte, wie immer konstruierte, kasuistische Situation, sondern die Prävention. Die Prävention ist heute das zentrale Merkmal aller Reflexionen über den Datenschutz, aber auch aller Reflexionen über die Linkages und die vorhandenen Daten. Und ich sage das, meine Damen und Herren, weil die Daten heute eine Funktion haben, mehr denn je. Sie sind Verhaltensschlüssel und sie sollen die Erkennbarkeit und Steuerbarkeit des individuellen Verhaltens sicherstellen. Jetzt will ich Ihnen einige Beispiele dafür geben. 4 an der Zahl. Ich habe mir lange überlegt, was ich Ihnen bringen sollte. Und ich habe dann beschlossen, gleichsam neutral zu sein. Neutral in dem Sinne, dass ich zwar sehr wohl mein Ziel verfolge, Ihnen das zu zeigen, was ich eben gesagt habe,
aber mich der Bundesrepublik gegenüber freundlich verhalte und meine Beispiele anderswo suche. Wohl wissend, dass diese Beispiele keine singulären Produkte sind. Also, wir sind heute hier in Berlin am Geburtstag des Datenschutzbeauftragten. Vor 3 Wochen hat der Innenminister der Französischen Republik, Brice Hortefeux, eine Verordnung erlassen. Ich werde nicht in alle Einzelheiten eingehen. Ich sage Ihnen nur die zentralen Punkte. Diese Verordnung ist eine Verordnung, deren Ziel es ist, die Effizienz der Tätigkeit der Sicherheitsbehörden neu zu begründen und sicherzustellen. In dieser Verordnung steht im Eingangsartikel, es ist das Recht der Sicherheitsbehörden, alle Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren von Personen, deren bisheriges individuelles oder kollektives Verhalten erkennen lässt, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte. Soll ich es nochmal sagen? Nein. Und wenn Ihnen das nicht genügt, sage ich den nächsten Artikel. Zu diesen Personen kommen, und das wird Ihnen etwas bekannter vorkommen jetzt, alle weiteren Personen, mit denen die ersten genannten Kontakt gehabt haben oder die eine nähere Beziehung. Und damit Sie wissen, wovon ich rede, weil ich ja nicht so viel Zeit auch habe. Der Anwendungsbereich der Verordnung, wunderbar klar, es ist wunderbar klar, ich habe sie mit Genuss gelesen, der Anwendungsbereich beginnt bei allen Personen, die das 13. Lebensjahr erreicht haben. Und bei allen, es gibt einen Unterschied, Volljährigen ist die Mindestspeicherungs- und Zugänglichkeitsdauer 10 Jahre. Bei den 13 bis Volljährigen sind es dagegen 3 Jahre. Mein erstes Beispiel. Mein zweites Beispiel. Ich entferne mich nicht allzu weit. Eine meiner Lieblingsregierungen, wenn es um den Datenschutz geht, die Regierung ihrer britischen Majestät, hat eben einen neuen Entwurf zu einer von ihr als dringlich bezeichneten Maßnahme veröffentlicht. Gegenstand sind intelligente Zähler. Das geplante Gesetz sieht eine Verpflichtung aller britischen Haushalte, in ihre Wohnungen intelligente Zähler zu installieren. Ziel des Gesetzes ist es, die britische Energiepolitik auf eine neue und bessere Grundlage zu stellen und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die Energieverschwendung verhindern und Energieverhalten rationalisieren. So heißt es. Also, es steht auch in der Begründung drin, nicht etwa nur, dass Sie in Ihrem Haushalt, sofern Sie in Großbritannien wohnen sollen, den intelligenten Zähler, was kommt Ihnen, die Frist, die Übergangsfrist ist sehr kurz, ihn zu installieren haben, aber nein, sondern diese abgerufenen Daten jeweils werden in den entsprechenden zuständigen Stellen geprüft, bewertet
und als Grundlage für eine alternative individuelle Energiepolitik angesehen. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie den intelligenten Zähler haben, kommt auch der intelligente Zähler, um es anders auszudrücken, der Ihnen dann sagt, wie Sie sich in den nächsten Jahren zu verhalten haben. Wollen Sie Konsequenzen sozusagen vermeiden, die, wenn sie nicht getroffen würden, die Energiepolitik Großbritanniens gefährden würden? Ich erfinde das nicht. Das ist nachlesbar und das ist eine der jüngsten Maßnahmen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mich bemüht, in der Nähe des Geburtstages zu bleiben. Der Vorschlag ist von Ende September.